Herr Hawashi, Mursi, Präsident Mursi, ist nicht mehr Präsident, er ist weg. Ist das ein Erfolg für die Revolution in Ägypten? Ja, mit Sicherheit ist es ein Erfolg. Das hat man auch in den Medien gesehen, wie das Volk in Ägypten halt diesen Erfolg feiert. Das zeigt einfach, dass das ein Erfolg ist, dass das Volk ein Etappenziel erreicht hat. Ne? Das Ziel, was sich das Volk gesetzt hat, war, die Revolution wieder zu gewinnen. Die geklaute Revolution, so hieß es bei uns. Ne? Man hat die Revolution wieder an sich gerissen. Ne? Man hat die Forderungen der Revolution wieder an den Tag gebracht. Das ist der Erfolg. Wie werden denn die Muslimbrüder reagieren? Die haben das gezeigt, eigentlich ziemlich verzweifelt. Die haben auch versucht, irgendwie eine Welle der Gewalt zu entfachen. Aber das ist alles natürlich nicht gelungen, weil das Kräfteverhältnis dadurch ziemlich klar geworden ist, und zwar jedem und allen. So, wir stehen hier vor 1 zu 60 oder 1 zu 70, so ungefähr. Deswegen irgendein Versuch, das in eine Art Gewaltwelle zu entwickeln zu lassen, hat fehlgeschlagen. Und die Leute haben ganz bewusst darauf reagiert. Nun war es wieder das Militär, das die Initiative ergriffen hat. Einige internationale Beobachter haben das mit Sorge gesehen. Es war von einem Putsch die Rede, von einem Militärputsch unter Umständen sogar. Wie ist denn die Rolle des ägyptischen Militärs einzuschätzen? Ja, zunächst möchte ich hier die Frage etwas gerade biegen. Das war keine Initiative von Militärs. Die Militärs haben nur das gemacht, was sie machen mussten, weil eine andere Möglichkeit gab es nicht. Aber die Intervention der Militärs war im Endeffekt ja doch entscheidend. Natürlich. Die Militärs haben Mursi abgesetzt. Und das war ja auch gefordert. Hm. Nicht? Man hat sofort gesehen, dass die Islamisten einfach auf die Forderung des Volkes überhaupt nicht eingehen wollen. Ne? Die haben alles getrotzt. Sie haben so überheblich und dreist immer gesagt, also hier unsere Legitimation, das der erste gewählte Präsident und so weiter. Sie haben einfach die Forderung des Volkes ignorieren wollen. Und deswegen war die Intervention des Militärs unbedingt notwendig. Es gab keine andere Möglichkeit. Damit haben auch die Menschen gerechnet. Und ich möchte deswegen ganz genau betonen, es handelt sich hier nicht um einen militärischen Putsch, sondern um das Szenario, was schon seit Wochen in den Medien diskutiert wird, von den verschiedenen progressiven und zivilen Kräften des Landes, wie dieses Machtvakuum eben überwunden wird, ne? Dass zum Beispiel der Präsident des höchsten Verfassungsgerichts eben die Macht provisorisch übernimmt, bis eine verfassungsgebende Versammlung gebildet wird und so weiter. So ganz banale technische Entscheidungen übernommen. Und die Militärs haben sofort gezeigt, um das zu betonen, wir zielen hier nicht auf die Macht. Ne? Sofort angekündigt, hier werden Wahlen vorgesehen und so weiter. Ich möchte hiermit wirklich betonen, hier handelt es sich nicht um einen Militärputsch. Das Militär spielt hier also keine direkte politische Rolle. Das Militär ist kein politischer Akteur. Im negativen oder positiven Sinne vielleicht auch. Gibt es denn progressive Strömungen innerhalb der Armee, innerhalb des Militärs? Nein, das habe ich nicht so sagen wollen. Progressive Strömung in der Armee würde ich nicht sagen. Aber die Armee hat sich ja auch von Anfang an mit den Muslimbrüdern arrangiert. Es gab Deals, so dass die Armee ihre Privilegien
beide hält in der neuen Macht, also beziehungsweise nach der Revolution, und dadurch auch die Macht den Muslimbrüdern ganz überlässt und immer im Hintergrund bleibt, weil Ägypten schon unter militärischer Herrschaft schon seit 1954. Aber auch diese Militärführung wurde enttäuscht von der Performance der Muslimbrüder, genauso wie die anderen Parteien des Landes, ne? Genauso wie der Westen, der auf die Muslimbrüder gesetzt hat. Alle wurden enttäuscht, ne? Ich glaube, wir haben alle uns verschätzt in der Kompetenz und Fähigkeiten der Muslimbrüder, ne? Sie haben gerade die Rolle des Westens angesprochen, der Europäischen Union, auch der USA. Wie wird denn die Position dieser Akteure, der EU und Washingtons, im Moment gesehen? Ja, im Augenblick wird diese Rolle und diese Haltung sehr negativ gesehen, weil, wie gesagt, das Volk steht gegen des Regimes, gegen das Regime der Muslimbrüder. Und der Westen steht nach wie vor für die Muslimbrüder. Ne? Mhm. Ich erinnere noch daran, als Mursi hier zu Besuch bei Merkel war und es gab wieder einen Aufstand auf den Straßen in Ägypten und es gab Mord und Totschlag und die Muslimbrüder haben die Revolutionären auf den Straßen erschossen und gefoltert und verhaftet und so weiter. Und währenddessen kommt Mursi zu Merkel und dann kommt der Bundesaußenminister und macht eine Erklärung, in dem er wortwörtlich sagt, die Ägypter müssen sich in strategischer Geduld üben. Was so viel bedeutet, sie müssten halt dem neuen Präsidenten eine Chance geben. Das heißt, der Bundesaußenminister schlägt sich voll und ganz auf die Seite der Muslimbrüder, obwohl das Volk dagegen ist und obwohl der Bundesaußenminister eigentlich wissen sollte, dass das eine politische Kraft ist, die alles andere als demokratisch sein kann. Auf der anderen Seite geht die Revolution weiter, wie man sieht. Sie haben ein Plakat mitgebracht aus Ägypten. Was ist da denn zu lesen? Ja, das ist einer der hunderte von Plakaten, die von den Menschen dann, hier ist es, gedruckt worden und die Straßen von Ägypten voll damit. Unter anderem steht hier, das Volk will die Macht der Bruderschaft stürzen. Und dann steht das Datum 30.06. Das ist das Datum, was das Volk schon vorausgesagt hat, hier am 30.06. stehen wir auf und werden wir euch stützen. Hm. Ne? Und da oben steht einfach geht. Geht. Nun sind die Muslimbrüder weg, also zumindest aus der Macht, aus der Regierung verdrängt. Was sind die Perspektiven und welche Position nimmt denn die ägyptische Linke in ihrer Heterogenität ein? Ja, die ägyptische Linke hat, muss ich sagen, im Laufe dieser Entwicklung in den 2,5 Jahren immer recht behalten in dem, was sie dann auch vorausgesagt hat. Heute sagen wir nach wie vor, uns geht es nicht um irgendwelche Gesichter, wer dann der Staatspräsident sein will oder wie die Wahlen dann ausgehen sollten oder so weiter. Uns geht es um die Politik und deswegen verbinden wir einfach die nächste Phase, ja, unseres Aufstandes, unserer Revolution damit, die Forderungen dieser Revolution in die Tat umzusetzen. Und die Ägypter wissen ziemlich genau heute zu unterscheiden zwischen einem Forderungspaket, was Zeit braucht, um realisiert zu werden, und einem anderen Forderungspaket, das lediglich die politische Entscheidung bräuchte, sprich ein Mausklick, ne? Wie zum Beispiel die bestimmten Freiheiten der Parteienbildung, Freiheiten des Streikrechts, der Pressefreiheiten, Freiheiten der gewerkschaftlichen Arbeiten und so weiter.
Mindestlohn, progressives Steuerrecht und so weiter. Es gibt eine Reihe von Forderungen, die sofort realisiert werden müssen und können. Und darauf bestehen wir und wir verbinden das mit irgendeiner Persönlichkeit, die sich jetzt als Kandidat für irgendein Amt aufstellt. Herr Hawashi, Sie haben gesagt, die Linke in Ägypten hat immer Recht behalten. Ihre Perspektive, also Ihre Prognose, wie sieht das Land in 2-3 Monaten aus? Ja, also ich möchte nur sagen, das ist jetzt hier ein Prozess. In dem eine Führung für diese Revolution herauskristallisiert wird. Ne? Solange wir in diesem Prozess sind, ne, werden wir nur ein Spiel mit Punkten sehen, ne, und keinen entscheidenden Erfolg für die oder die andere Seite. Das Volk wird keine Ruhe geben, bis seine Forderungen realisiert werden. Das ist mittlerweile vielen Leuten klar. Und deswegen versuchen die Linken zurzeit, sich zusammenzutun und auch eine größere Kraft zu bilden mit den Nationalisten zusammen, sprich mit den Nasseristen zusammen. Und die zusammen bilden den Block der Revolutionären, das heißt den Block, der tatsächlich die Forderung der Revolution unmissverständlich und auch ohne Abstriche durchsetzen wird. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann hat das Volk genau das, was er sucht, nämlich eine richtige Führung für diese Bewegung, für diese enorme Bewegung. Ja. Herr Hawashi, auf jeden Fall spannende Tage für Ägypten. Wir werden weiter dranbleiben und ich bin mir sicher, dass wir uns in einigen Wochen oder Monaten noch einmal treffen werden. Auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen Dank.